Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter am Arbeit und zwar heute bauen wir, beziehungsweise falsch, wir ersetzen ein gebautes Teil gegen ein neues gebautes Teil. Klingt erstmal wild, ist auch wild. Es geht nämlich um das Thema Querlenker, wo ich persönlich schon viel früher gedacht hätte, dass irgendwann mal was kaputt geht. Weil jeder, der in dem Auto mitgefahren ist bisher, weiß einfach, Thema Slicks, wie hoch diese Kräfte und Kurvengeschwindigkeiten schon sind. Und ich hätte schon lange gedacht, dass hier so traggelenkmäßig oder innen an den Unibals, dass da mal irgendwie was bricht. Toi, 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 nichts passiert. Ich denke mal, es liegt einfach daran, dass das Auto noch relativ leicht ist. Aber lange Rede, die hier sind von DNA aus Italien. Gefiel mir vom ersten Tag an nicht. Das ist zwar cool, diese Art und Weise, dass man hier das Traggelenk einfach rausnehmen kann. Aber egal, da soll nachher der Spezialist mehr zu sagen. Wir bauen die jetzt nämlich aus. Dann fahren wir zum Thorsten Middendorf. Den kennt ihr aus einem ganz alten Video. Der fährt einen Golf 1 für die Viertelmeile mit Frontantrieb und DSG. Das, ich sag jetzt mal, das Vater-Sohn-Gespann, welches damals eine Steuerung fürs DSG-Getriebe gebaut hat, damit sie die DSG-Getriebe auf der Viertelmeile fahren können. Und der arbeitet bei einer Firma, die auf sowas spezialisiert ist. Deswegen kennt derjenige sich da so ein bisschen mit aus. Und ich habe ihn gefragt, ey Thorsten, was hältst du davon? Querlenker bauen, sowohl für Abarth als auch für einen Golf 2, weil da ist es auch ein Thema. Er hat sich ein bisschen Gedanken zugemacht, hat ein bisschen Chromo bestellt und jetzt sind tatsächlich Querlenker fertig. Aber da wir sie auf jeden Fall vergleichen wollen, baue ich es jetzt erstmal aus. Ein Punkt, den ich euch noch zeigen will, ist Einstellungsmöglichkeiten am Querlenker. Bei mir ganz wichtig, die hintere Strebe ist einstellbar. Das heißt, ich kann das Rad weiter nach vorne schieben. Das ist der sogenannte Nachlauf. Dom, Federbein ist oben fest. Schiebe ich jetzt das Rad nach vorne und hinten, ändert sich der Winkel von dem Federbein und somit der Nachlauf. Nachlauf ist quasi dann das Kippen vom Rad. Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich so das Rad kippe oder so das Rad kippe, man sieht das ganz extrem bei so alten Mercedesen, wenn die vorne, die haben einen hohen Nachlauf. Das heißt, wenn die stark eingelenkt haben, kippt das Rad so weg, weil die Federbeine einfach so schräg stehen. Ich freue mich drauf. Ich habe schon Bilder gesehen. Sieht wirklich geil aus. Wir haben uns auch noch ein paar Sachen überlegt, die das Ganze am Ende einfacher machen. Aber das reicht erstmal. Wir fahren erstmal los. Nee, falsch. Ich baue es erstmal aus. Dabei ist mir nämlich Konstruktionsfehler aufgefallen. Der Querlenker ist hier mit einer Schraube und da ist leider meine Strebe im Weg. Das heißt, ich muss immer diese ganze Strebe ausbauen, um diese Schraube rauszukriegen, was natürlich nicht so geil ist. Weil Querlenker ist so ein typisches Teil, wo man vielleicht auch mal auf der Rennstrecke ran muss. Das heißt, wenn ich es jetzt gleich ausgebaut habe, werde ich diese Aufnahme hier auf jeden Fall so weit ausklinken, dass ich die Schraube rausziehen kann und dann so an die Schraube komme. Aber dafür muss ich jetzt leider erstmal alles ausbauen. Aber ich will auf jeden Fall alleine wegen Gewicht den Querlenker mitnehmen. Deswegen, erstmal ausbauen. Thorsten, hi. Guck mal, ich habe dir was mitgebracht. Das Objekt der Begierde, wir haben es ganz frisch ausgebaut. Du darfst schon mal das Gewicht spüren. Und es ist mir eine Ehre, dass ich wieder hier sein darf, weil ich sehe da hinten schon etwas, das wird mich sehr, sehr, sehr glücklich machen. Denke schon, wenn ich das merke hier. Ist schon? Ja. Hausnummer, ne? So, als wir das letzte Mal hier waren, ging es ja unter anderem auch im Golf. Kurz dazu, ich habe gesehen, läuft wieder. Ja. Läuft überragend, auf jeden Fall. Immer noch alles ähnlich, außer motormäßig ein bisschen noch fein. Nee, das ist tatsächlich dasselbe Setup, wie du es letztes Mal gesehen hast. Aber jetzt halt funktioniert mal alles. Ist halt schon immer. Ich glaube, das ist aber einfach das Level, wo man sich irgendwann bewegt. Ne? Ja. Weißt du, wenn du eine halbe Sekunde langsamer fahren würdest, würde das Auto wahrscheinlich 3 Jahre durchfahren. Aber ja, klar, man würde nicht auf letzte Rille gehen und neue Sachen ausprobieren. Da kannst du halt keinen fragen. Ne? Ja. Das ist halt irgendwann so. Ja, ich habe es leider immer noch nicht geschafft, einmal nach Santa Pod mitzukommen. Das ist. 2., 3. September. VW Action. Warte. Guck ich direkt den Kalender. Wäre ich dabei, du. Ich hoffe, da will Frau nicht irgendwo hinfahren. Dass ich das letzte freie Wochenende auch noch rauskürze. Lass das Auto jetzt auch bis dahin stehen. Nee. Also. Da müssen wir leider tatsächlich auf dem Simson treffen. Oh! Ja, Richtung Berlin. Ja, das ist Paule, PZ-Tuning. Da steht ja auch noch ein Rennen aus, Roller gegen Mofete. Deswegen, das kann nur. Und als ich die Bilder von der letzten Party da gesehen habe. Ja, die rasten immer völlig. Dann muss ich mir noch überlegen, wie lange wir auf der Party da bleiben, aber wir wollen auf jeden Fall mal vorbeigucken. Thank you.
Ja, nee, okay, geil, pass auf, ich gehe mal einfach freiwillig hier kurz rüber, weil das sieht sowas von brutal aus. Also für dich ist das wahrscheinlich vollkommen normal. Darf man das ein bisschen sagen, was du beruflich eigentlich machst? Ja, darf man schon sagen. Also beziehungsweise die Firma, wo du angestellt bist, die macht genau sowas in der Richtung so ein bisschen. Ja. Rennsport, Käfigbau, ja, genau. Alles was so Frästeile, Drehteile. Ja, ich bin da im Karosseriebau Angestellter. Mehr, also viel mehr kann man ja nicht sagen. Aber bei so einer Rennsportfirma im Karosseriebau, das heißt, das ist dann Käfige bauen oder? Sowohl als auch, ja. Also Karosserie anpassen für einen Käfig, so diese typischen Aufnahmen bauen und so weiter. Ja, auch ganze Chassis, also Rohrrahmen-Chassis und so. Und habe ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass du das ein oder andere Mal sowohl bei uns als auch bei anderen im Internet, wenn du was siehst, Hände über den Kopf zusammenschlägst und dir so denkst, so, was bauen die da? Ja, so, da habe ich dir ja schon mal geschrieben zu einem Kollegen, der, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage. Weil klar, es ist halt in Summe, sieht man halt hier schon gleich wieder. Da kommen wir dann später zu. Wenn man halt die Erfahrung hat, wie man sowas baut, baut man es meistens auch einfacher als jetzt irgendwie so, dass man zu viel dreimal um die Ecke denkt, dass man dann irgendwie zum Ziel kommt, ja. Als auch so Materialpaarung, Gewicht, Materialstärke und so weiter. Ne? Ja, das habe ich jetzt einfach gelernt, dass es im Rennsport einfach was anderes ist. Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass man selbst da gefühlt, finde ich, viel Try and Error macht, einfach durch die Erfahrung über Jahre, jetzt nicht so auf eine Sache bezogen, aber es ist ja schon irgendwie so, dass so ein Auto, egal jetzt wie, wo, was, von Jahr zu Jahr wächst. Also selbst, selbst in der Formel 1 ist es ja noch so, dass man etwas testet und irgendwie dann doch feststellt, eigentlich so besser. Ja, so, ja, sicher. Und das, glaube ich, schon über Jahre macht dann viel aus. Geil. Okay, ja, erzähl mal, was hast du dir überlegt, was hast du gemacht? Ja, neue Lenker gebaut. Nein, also folgendes war, ich hatte Thorsten gefragt, ob ursprünglich, da kommen wir später zu, auch Golf 2 Querlenker für Marius und dann irgendwann habe ich halt diese von DNA aus Italien bekommen. Jetzt sehen sie gerade noch, dadurch, dass sie noch gepulvert wurden und so weiter, einigermaßen aus, aber als ich die das erste Mal ausgepackt habe, war schon krass. Also, ja, siehst du ja so schon, ne? Gefühlt nur ein Flachstahl, ja. Rohr drauf geschweißt. Ja, man sieht schon, Materialwahl. Auch alleine schon wie recht grob, wie dick es ist so, ne? Ja, ja. Was wahrscheinlich auch gar nicht notwendig ist. Und dann, ja, und so hatte ich dann Thorsten gefragt, ob er mir nicht, weil, nee, stimmt gar nicht, ich weiß wieder, als wir das Auto auf der Bühne hatten, hatte ich die Quelle ja, hier vorne gesehen. Da habe ich das erste Mal Lenker gebaut für das Genau, Auto. Die ja, hatte ja. ich da gesehen und da kam so der Gedanke, okay, alles klar, wir testen erstmal die, weil meine Schwachstelle hier war immer, ich hätte schon lange gedacht, dass sie hier wegreißen. Ja. Weiß ich nicht, weil es war irgendwie, war mir das nicht sicher genug. Ich meine, am Ende ist es hier auch so. Ja. Aber da hatte ich immer ein bisschen Respekt vor. Und da hast du gesagt, alles klar, schick ja, mir Original. Kann man besser. Ja, ja, genau. Dann hast du mir Originallenker geschickt. Das ist einer davon. Und dann habe ich eine Lehre dafür gebaut, um die alle Punkte abzunehmen. Ja, Reifenfreigängigkeit ja, irgendwie versuchen beizubehalten. Mhm. Und dann gucken, wie man es designtechnisch auslegt. Das hier ist die Lehre? Ja, genau. Das ist quasi eine ziemlich simple Lehre. Aber effektiv. Ja, du nimmst halt, du spannst halt das Originalteil irgendwie ein. Du musst halt zusehen, dass du halt jeden Schraubpunkt irgendwie fix hast. Ne? Hier war vorher das originale Tragführungsgelenk drin. Das musste ich ja für, ja, um den Winkel raus zu, ja, ich habe es nicht gemessen, sondern raus, ja, wie soll ich sagen, rausgebaut oder wie auch immer. Jetzt halt straff reinstecken und dann fluchtet das halt alles, die Punkte. Jetzt muss man dazu sagen, bei der neuen Version wäre das übertrieben gesagt alles Maßhaltigkeit gar nicht so schwierig gewesen, weil man es am Ende eh komplett frei einstellen kann. Ja, ja, so, ja. Also wenn ich mir jetzt den... Aber du musst ja irgendeinen Richtwert haben, ne? Alter, krass, wie leicht die sind. Du musst ja irgendeinen Richtwert haben. Ja, als Richtwert natürlich, als Richtwert... natürlich perfekt, weil wenn ich den jetzt hier so drauflege, ja, dann kann ich es ja komplett in alle Richtungen, übertrieben gesagt, einstellen, verstellen und so weiter. Ne? Ja, und du hast halt da ein ordentliches Uniball-Lager drin, wie man es so im Motorsport macht. Das heißt, das ist schon so, wie du sagen würdest, wenn jetzt für, keine Ahnung, wie ist das bei aktuellen Rennserien, GT3, GT4, da sind aber überall keine Schweißteile mehr, ne? Das ist mittlerweile alles mehr Alugussteile. Nee, das sind schon Schweißbaugruppen. Gibt schon noch. Ja. Und dann auch, wo ich mich am meisten drauf freue, ist, hier war natürlich immer die Sache, bei denen habe ich ganz oft das Trackerlenk unten abgeschraubt.
Ist natürlich immer so an die drei typische Thema Antriebswelle rauskriegen. Ist ja immer, ja. immer so eine Baustelle, dass ich jetzt bei denen hier einfach den Zapfen am Radlagerhäuser immer drin lasse. Genau. Und hier einfach rausziehe, fertig. Ne? Ja, wiederum, das machst du eigentlich egal. Ja, ich finde immer, der hier geht immer so schlecht raus. Ja, ja, klar. Also ein bisschen, mit Glück geht raus, mit Pech nicht, aber das, Korrosion und schon. Das wird ja hier schön rausgehen. Mhm. Erste Frage, selbstsichernde Mutter hier auf jeden Fall, muss man? Ja, schon machen. Schon besser. Ja. Okay. Thema Auslegung. Was hast du dir überlegt? Ja, ich bin eher so der Typ Try and Error, ne? Also, ich weiß, wie es bei mir funktioniert und ich habe ein dünneres Rohr. Ich habe bei mir 28er Rohr. Ja, wir haben 30er. 30 mal 1 ist das in 25 Chromo. Mhm. Und ja, du guckst halt auch ein bisschen woanders, wie es wo aussieht. Guckst du Bergrennautos und so. Und weil die haben, das sind eigentlich die Autos, die es eigentlich auch so haben, vom Einstellen her. Und dann guckst du halt ein bisschen, musst du mit ein bisschen mit Köpfchen drauf dran gehen, wie du jetzt irgendwelche Versteifungsbleche da reinmachst und so, und dass jetzt so eine M10-Schraube auf einem 2mm Blech in dem Bereich jetzt mal schneller ausschlagen kann, ist klar, also nochmal gedoppelt, dass das dann funktioniert und auch immer mit dem Hintergrund auf Gewicht zu gucken. Ne? Aber das ist ja auch nicht einfach so gedoppelt, sondern das sind ja schon alles Laserteile? Oder nee, die habe ich jetzt von Hand. Also für das echt Prototyp. Sowas? Selbst sowas hier in schön, ja. So mit der Rundung und so? Ja, die sind von Hand ausgeschnitten. Mhm. 30 und das ist auch 30, auch 30 mal 1. Aber 1, allein 1,5. Ja, also 30, 1,5. Alleine, dass es halt schon Chromo ist, ne? Macht es ja eigentlich schon so stabil. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ich überlege gerade aus dem Kopf, Chromo war von der Festigkeit her fast doppelt so hoch. Ne? Wie was? Wie normaler Stahl? Ja. Also dieser normale 235er Stahl oder so? Ja. Ich glaube ja, schon, dass er... ich glaube 750 Newtonmeter, sagt man. Mhm. Und, deswegen, fast sogar, das ist sogar noch mehr. Ja, aber ja, das ist mehr als normaler Stahl, irgendwie so 300 Newton. Ja, genau. Krass. Ich bin wirklich gespannt, ob man zwischen, also ich bin leider ein Original-Querlenker, jetzt so in dem Step mit Slicks und so nicht gefahren, ob man zwischen sowas und sowas einen Unterschied merkt. So, ne? Weil es ist schon, ich habe es ja tatsächlich geschafft, dass die Radnarbe einmal durchgebrochen ist. Mhm. Also wirklich in der Verzahnung, ich nehme das Rad ab, nehme die Bremsscheibe ab und auf einmal kommt Bremsscheibe mit ab, ja, so die Radnarbe mit ab, da durchgebrochen. Das heißt, da muss ja schon ganz gut was los sein. Und ob man nicht doch irgendwie, selbst an so einem Lenker irgendwie, keine Ahnung, das Ganze doch irgendwie so ein bisschen am Arbeiten ist die ganze Zeit. Ja, ob du hier so ein bisschen Bewegung drin hast. Ne? So, also noch ist alles gerade und nicht verbogen, aber ja, man weiß es nicht. Was nicht heißt, dass ich hier konstruktiv auch einen Fehler machen könnte. Ne? Also, aber bis ich so. Ich will mich da freisprechen. Ich meine, nicht umsonst wird das halt im Käfigbau genommen, ne? Ja. Bis sich das Ding hier verbiegt, da muss ja schon echt richtig was los sein, ne? Ja. Würdest du hier Manschetten rüber machen, wie es da war? Oder Auto, was eh nicht mehr im Regen gefahren wird, ganz egal? Ach, ist ja, glaube ich, egal. Glaube ich egal. Also, ich habe es bei mir auch offen seit 2 Jahren drin, da ist nichts dran. Klar, ne? Fahre ich jetzt nicht die Kilometer auf der Strecke wie du, aber. Ja, zur Not kannst du auch mal tauschen, ne? Also, ja, das ist ja immer so ein recht easy gemacht. Total, ne? Ja. Was extrem cool weiterhin ist, Thema einstellbar. Mhm. So, wir brauchen ja 2 Achsen theoretisch zum Einstellen. Einmal hier wegen Sturz. Das heißt der Punkt, dass man das so rausschiebt. Und dann ist es bei den Autos halt so, deswegen so aufwendig gebaut, aufwendig in Anführungsstrichen, mit dem, dass man es hier rausnehmen kann, dass man das Ganze verschieben kann, übertrieben gesagt halt, ne? Ja. Ja, den Winkel ändern, ne? So, dass wir den Nachlauf so nach vorne und nach hinten schieben können. Aber sieht ja einfach nur geil aus. Ist auch von den Schweißteilen alles im System geblieben quasi, im Material auch alles 25. Das Rohr ist ein 25 Chromo und das auch, genau. Die Schweißbuchsen? Ja, Schweiß. Machen auch viele Fehler, ne? Also auch mit Schweißzusatz ist auch der richtige. Dafür. Ja, ja. Also so, wie man sich quasi wünscht, wie das... Sonst hast du nachher die Schweißnaht von Haus aus schon die schwächste Stelle, was sowieso schon die schwächste Stelle ist. Und dann nochmal. Die hier auch selber gedreht, oder? Ja, genau. Ich hatte von dem Original einmal ein bisschen versucht auszumessen, dann haben wir mal eine Probe gedreht und dann... Vor allem, selbst das Teil sieht gefühlt schon irgendwie deutlich vertrauenserweckender aus als dieses... Weiß also ich nicht. Das ist dann 42 Chromo. Ah, auch Chromo, das Ding, so? Ja, ja, klar. Das ist 42, ist kein 25 Chromo, weil 42 kannst du nicht schweißen, 42 ist aber stärker.
Also stabiler. Das ist wahrscheinlich zum Drehen die Hölle oder geht das vom Drehen her? Nein, das geht. Da stellt man, ja, wenn du jetzt vom Drehen her Alu und normalen Stahl kennst, dann ist beschissen. Dann kennst du nur normale Späne, aber wenn du jetzt in die Schrotttonne guckst, das ist dann Chromospan. Ne? Kann man fast eine Perücke rausmachen hier aus den blauen Dingern. Das ist halt wo eine andere Welt, ne? Ja, nee, ich bin wirklich gespannt, ob man da irgendwas. Aber auch schon alleine, wie geil das alles so passt. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich sowas schweißen würde, dann müsste ich das danach auf jeden Fall erstmal richten. Ja, ja, man guckt dann. Also, man hat ja schon mal ein paar Sachen geschweißt. Du kannst da auch was falsch machen. So ist das nicht mit Verzügen und so, dass das Rohr krumm nachreißt wie eine Banane. Oder das Schwierigste an dem ganzen Teil ist jetzt zum Beispiel diese Buchse hier anzuschweißen. Mhm. Weil die Lageraugen, das ist eine Passung. Mhm. Ja, auch hinten unten der Sicherungsring. Kannst dir vorstellen, wenn du jetzt zu viel Hitze reinbringst oder nichts reinsteckst. Ich habe da extra. Dann passt sofort der Lager rein. Den steckst du zum Schweißen rein, dann geht da nichts mehr. Ah, aber auch schnell noch gedreht dafür extra. Ja, klar. Du musst du für die Buchsen, dass du die Buchsen anschweißen kannst. Voll krass, man sieht ja gefühlt, hat das Ding mehr Temperatur bekommen als eigentlich in der eigentlichen Aufnahme. So ungefähr, ja. Und dann ist es danach aber wirklich so, dass das Lager dann ganz normal reingeht. Ja, genau. Also das fällt jetzt quasi, also krass. Mit einem leichten Fingerdruck kommt das da raus. Und dann ist halt auch noch immer ein Punkt halt diese typische Arbeit, das Rohr passend zu machen zur Buchse. Ja, die müssen schon passend eingeschliffen werden und so ein Kram. Ist bei dem jetzt, bei dem Lenker ja sehr einfach, weil alles so, nicht alles, aber schon sehr stumpfe Winkel drin sind, dann geht das noch. Ne? Mhm. Jetzt bei dem Zweier-Golf-Lenker eine andere Nummer. Wie viel Spalt darf da vor dem Schweißen sein? Oder eigentlich gar keiner? Ja, so wenig wie es geht. Ne? Das sagt Tom auch immer, aber ich halte mich trotzdem nicht dran. Ja. Also es gibt im Motorsport auch so Regeln, also über 1 Millimeter darfst du schon nicht mehr dann schweißen. Ne? Weil dann. Krass. Und 1 Millimeter ist wirklich nicht viel, ne? Nee, also für Rohre einschleifen und anpassen ist das nicht viel. Wie ist das jetzt hier? Was würdest du sagen? Wie weit darf ich den rausdrehen? Ja, gut. Wobei es eigentlich ja fast egal ist, ne? Also ob er jetzt weiter drin ist oder weiter draußen ist, müsste ja eigentlich übertrieben gesagt gleich stabil bleiben, ne? Oder wie siehst du das? Ja, gesunden Menschenverstand, ne? Da noch so ein bisschen was drin lassen. Also rausdrehen und eine Umdrehung wieder rein. Ja. Wobei er sollte schon, so weit drin sein, wie auch die eigentliche. Die Buchse ist ja eingeschoben, die habe ich passend gedreht, die Buchse steckt quasi. Also noch auch Eigenbau, mal. Die Buchsen komplett? Ja, klar. Also das ist alles in-house hier. Aber hier wird nur ein bisschen Material. Die Aufnahme auch eingebaut? Die gab's immerhin. Nee, genau, die Buchsen, da war ich auch froh drum. Dass die weil das gibt, ist ne? Mit der Passung und so, innen ausdrehen ist immer scheiße. Für jemanden hier privat sowas auszudrehen, innen ausdrehen, du kannst innen halt immer sehr schlecht messen. Mhm. Und gerade wenn du jetzt noch eine Nut hast für den Sicherungsring, wie willst du diese Nut vernünftig messen? Mhm. Das ist so. Aber ich sag mal so 5 mm werde ich hier schon rein rausdrehen können. Ach, locker. Das wird schon gehen, ne? Ja. So, weil ich würde ziemlich gerne mal einmal grob gucken, wie ich jetzt gefahren bin, gegenüber so, weil ich darüber schon einiges an. Ja, gut. Ja, also jetzt hier nicht so auf den Millimeter, ne, sondern so nach meinem. Also erst auf den Zentimeter. auf Daumenmaß. Nach meinem Auge messe ich das jetzt hier so. So, bist du da gesessen? Weil das würde ich dann jetzt wieder optisch sagen. Ja, aber so viel. Ja, ist ja irgendwo dann. Irgendwie da der Mittelpunkt dann, ne? Schon ein bisschen aus der Mitte. Kannst du auch anhalten. Ja. Aber auch. Das geht schlecht. Also so kann man dann ein bisschen anhalten. Ja, viel ist es nicht, ne? Aber halt irgendwie nach vorne relativ viel, finde ich. Mhm. Ja, ein guter Zenti, ne? Also vom Sturz her kommen wir da fast wieder hin. Ansonsten muss ich halt Federbein. Federbein. Oder ganz. Ja, du drehst halt raus, ne? Aber was würdest du jetzt sagen, Maximum raus? Also ich würde so, dass ein Zentimeter da drin noch ist. Also dass ein Zentimeter noch Gewinde drin ist, vielleicht. Das ist übrigens geil, dass du es hier getrennt gemacht hast.
Ja, du kannst da lösen und drehen. Also genau. Nicht hier raus. Sonst ist so richtig Baustelle jedes Mal beim Einstellen, weil so nimmst du einfach nur die Schraube raus, kannst dann dementsprechend drehen. Hier war es sogar so gemacht, dass man noch nicht mal die Schraube rausnehmen musste mit links, rechts. Mhm. Aber auf die eine Schraube kommt es wirklich an. Also dann lieber immer abnehmen, einstellen und fertig halten. Aber ich muss eh vermessen danach. Ja, das auf jeden Fall. Das wird man schon passend. Ich hatte auch wirklich Nachlauf des Todes. Also mit Absicht, das waren 5,5 Grad oder so. War schon wirklich viel vom Nachlauf, ja, knapp 6. Ob das so. Ja, guck, aber sind wir auch schon gleich. Wenn du jetzt hier so von da drauf filmst, sieht man auch schon, dass das. Ja, das passt jetzt. Das passt. Geil. Los. Ja, sonst hart auf hart könnten wir die Rohre noch verlängern. Oder? Also dafür könnte ich ja ruckzuck ein neues machen, aber das verlängern geht auch. So ist nicht. Den TCR-Stand dann, wenn wir hier nochmal 10 cm dazwischen machen. Geht alles. Warum? Ja klar, wenn man irgendwann wirklich noch viel, viel weiter raus muss oder gar nicht mehr hinkommt, klar, dann natürlich lieber verlängern als anders. Ne? So, jetzt machen wir einmal. Dann nehmen wir die auch noch dabei, ne? Das sind ja dann die. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob die bei denen hier aus Alu sind, ne? So eloxiert sieht für mich immer so nach. Eloxiert sieht immer so für mich nach Alu aus. Das ist auch wieder selbst gemacht hier? Ja, sicher. Die Drehbank, die muss bei euch echt glühen. Ja, du, die hat schon echt ein paar Späne gemacht. Ist auch ein bisschen mehr Auflagefläche dann. Ne? Ich wollte gerade sagen, sieht auch gleich geil aus. Weiß man, was das für ein Material ist? Bei denen auf der Seite, wo ich die habe, die steht auch Chromo. Auch Chromo, ne? Ja. Meine ich auch, eigentlich auch Chromo, ne? Ja. Ich glaube, die haben auch gar nichts anderes. Immer Chromo, alles Chromo. So, pass auf, jetzt, ich habe zufälligerweise. Ja, zufälligerweise hier vorbereitet. Weil das wird uns gleich erschüttern. So, wir starten mal mit dem Originallenker, wo jetzt gerade theoretisch schon das Traggelenk fehlt. Knappe 4 Kilo. Jetzt kommt mein alter Lenker. Ziemlich genau das gleiche. Deswegen war ich da wahrscheinlich beim Auspacken auch nicht enttäuscht damals. So, wenn wir jetzt aber einen Lenker von dir nehmen. Hälfte genau. Ja, kann man so machen. So, selbst für die, die es jetzt, ja, die kommen ja auch noch die, die es jetzt ganz genau nehmen, die kriegen jetzt vier solche Dinger dazu. Vier Dinger drauf, ja. Krass. Ganz Arbeit geleistet. bei dem Auto jetzt nochmal pro Lenker 2 Kilo zu finden, das sind 4 Kilo in Summe. Das ist halt echt, ich meine, ihr kennt das aus dem Rennsport, ne? Ja, ja. Vor allem, was normalerweise 2 Kilo, 4 Kilo kosten, die nochmal irgendwo zu finden, wenn man schon dann doch an allen Ecken alles so gemacht hat, dann ist das ja schon heftig. Ich habe neulich noch locker flockig gesagt, dass es nicht leichter geht, ne? Ja, da bin ich auch drauf angesprungen. So, und das ist jetzt ja definitiv eine Auslegung, die, wie ich finde, auf jeden Fall stabil aussieht. Ja, sollte auf jeden Fall gleichwertig sein. So, weil 30 mal 1,5 ist ja schon, da ist ja schon richtig Schmackes hinter, ne? Ja. Die Bleche auch Chromo. Ja. Alles Chromo. Voll Chromo. Ja, ja. Wenn schon, denn schon. Vor allem jetzt kommt ja auch dazu, da bin ich jetzt auch nicht ganz im Thema, aber von der Theorie müsste das ja zum Teil, ich weiß nicht, wie es dann berechnet wird, auch noch als ungefährte Masse gelten, ne? Logischerweise am Rad. So, man sagt ja am Rad immer ungefährte Masse, weil die da erst gefedert wird. Jetzt ist es natürlich hier festgeschraubt und da lose. Also es werden jetzt nicht 2 Kilo ungefährte Masse sein, aber 1 Kilo oder so. 1 Kilo schon, ne? Mhm. Wahnsinn. Sehr, sehr, sehr geil. So, und jetzt sehe ich da hinten auch noch, dann können wir das nämlich gleich auch noch hier mit einarbeiten. Ja, okay, einmal hier. Und das ist das Objekt der Begierde, wo ich noch so gesagt habe, viel leichter geht das da nicht. Wo habe ich das, zum Querlenker oder zur Achse gesagt? Nee, Querlenker. Zum Querlenker? Querlenker und Achse. Also beides in Verbindung. Golf 2 Querlenker. So wie bei Marius verbaut ist. Ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Ja, also Golf 3. Golf 3 plus Achse. Golf 3 plus Achse. Passend dazu hier. Oho. Sieht, finde ich ehrlich gesagt, fast noch krasser aus, der Lenker. Ja, finde ich auch optisch. So, also ja, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dadurch, dass so mit dieser Strebe hier, also so dadurch, dass es auch wieder ein gebogenes Rohr ist, sieht das Ding irgendwie fast noch mal krasser aus. Das ist der passende Lenker für Golf 2, Golf 3 plus Achse. Ja, genau. Das eigentlich in Summe, was kann man dazu sagen im Vergleich zu der Version? Ja, das ist mehr so die Geradeausfahrer- oder Straßenversion, würde ich mal tippen, weil du da nichts einstellen kannst. Also du kannst nur deine Originalposition instabil festlegen und das war's. Und du hast halt einen Gewichtsvorteil und
Also was mir immer wichtig ist, sind Uniball. Ne? Mhm. Selbst wenn du, die Punkte hier in PU machst oder so, du hast immer Bewegung. Ne? Mhm. Das habe ich bei meinem Auto ja, brutalst gemerkt. Du siehst auch in Videos von der Seite, wenn die Leute das filmen, dass das Rad unheimlich nach also das legt sich an, fast mhm. im Rathaus. Ne? Das Rad will nach vorne, das Auto zieht nach hinten, also das will ja erst nicht mit. Das Rad ist ganz vorne und dann hast du so einen Endengang nach vorne, das, also ist massiv. Also siehst du bei vielen Autos und dann hab ich damals gesagt, da müssen wir was machen. Und die Amis, das ist jetzt nicht mehr so. Die Amis machen ja diese Traction Bar da dran, an die Querlenker ganz oft, ne? Dass ja. Dass die, nennt sich Traction Bar? Doch, heißt ja, die. Ja, ja, genau. Dass die haben quasi vor dem Auto einfach nochmal eine Strebe mit einem Lenker, der dann hier so rangeht und quasi das ganze Rad abstützt, dass es sich nach vorne und hinten kann. Ja, genau. Bist du der Meinung, dass sich hier überhaupt noch irgendwas drin bewegen kann? Nein, eigentlich nicht, oder? Nein, tut's nicht. Weil mit der Strebe hier drin, das nein, ist tut's ja, nicht. Ich hab's bei meinem Auto ja. Weil also bis sich da irgendwie in irgendeine Richtung irgendwas verbiegen muss, nee. Ist ja wirklich schon. Also klar, man denkt natürlich bei sowas auch, dass es sich nicht verbiegen kann. Ne? Aber ja, ist halt. Aber du hast halt, wie gesagt, in denen das Problem, dass eher die Buchsen das Problem sind, ne? als der Lenker selber. Wenn du dann anfängst, du könntest jetzt ja auch hier ein Drehteil reinmachen und so. Und weiß ich nicht, aber ich kann es halt. Dann baue ich einen ganzen Lenker. Dann baust du ja selber, ne? Das heißt, und dann hast du, wie gesagt, den Gewichtsvorteil noch. Weil hier ist natürlich auch krass, ne? Also auf jeden Fall ein Laserteil, wo die Rohre schön reingesteckt werden. Ja, sind zwei Laserteile, ne? Und die sind so ein Stückchen noch hier rein. Mhm. Krass. Und das auch passend gebogen. Ja. Ja, ich habe da mal. Würden jetzt auch viele denken, warum macht man nicht einfach so? Liegt halt daran, wie ja, Thorsten schon sagte, Platz fürs Rad. Rad, ne? Du hast halt die Zeichnung. Ja. Die könnte auch vermarktet sein. So gehe ich das an, ne? Also an die Jungs, die immer mit CAD und theoretisch und so, ne? Lieber. Ich bin eher so der Macher. Witzig finde ich, der sieht hier gerade viel größer aus, ne? Also sieht so auf jeden Fall jetzt gerade irgendwie größer aus, als wenn du dann live in der Hand hast. Also ich habe dann angefangen, erstmal einfach stumpf hinzulegen und einmal die originale Kontur abzuzeichnen und dann zu gucken, wo im Raum müssen diese Rohre überhaupt lang gehen, wo können sie lang gehen. Kräftetechnisch wäre es natürlich am idealsten, wenn es direkt drauf geht, aber dann kannst du nicht mehr lenken, weil das Rad in diesem Raum einfach einschwenkt. Mhm. Ja, und dann guckst du halt, wie kannst du maximal diesen Raum dann ausnutzen in dem Lenker. Du könntest natürlich wahrscheinlich, ich habe jetzt leider keinen Golf 2 oder sowas hier, den Lenker noch ein bisschen weitergehen lassen, aber wer weiß, was jemand für Reifen fährt und hin und her, dann lieber die Originalmaße nehmen, dann hast du auf jeden Fall. Wobei, jemand, der irgendwie so eine 15 oder 16 Zoll oder eine schmale 17 Zoll Felge fährt, da wird das wahrscheinlich gehen, aber alles, was so ein bisschen slick weiter ist und so, ist ja immer. Ja, Vorstellung. Aber so ein Ding brauchst du nicht, wenn du mit 17 Zoll auf der Straße unterwegs bist. Ja. Das ist halt so, ne? Alter, guck mal so. Alter. Ja, also da fehlt natürlich jetzt Traggelenk und auch die beiden Dinger, aber wiegt am Ende auch 2 Kilo und der wird wahrscheinlich auch genauso viel haben, ne? Ein bisschen weniger. Ja, gut. Guck mal, da kann Marius doch nochmal 3 Kilo wiederholen. Krass. Ja, ein Traum. Macht mich auf jeden Fall sehr glücklich, die Dinger. Das wird gut. Freut mich. Auch später das Zerlegen ist jetzt angenehm, dass ich einfach nur den Zapfen immer rausziehe. Und da immer Spaß habe. Wenn der eine oder andere jetzt so einen Satz haben möchte, ich weiß, Thorsten macht das eigentlich nicht hauptberuflich. Ja, das ist gefährlich. Gefährliche Aussagen jetzt. Wenn man so ein Projekt hat, dann hat man auch nie Langeweile. Nee. Eigentlich, aber wir haben ja gehört, das Auto läuft gerade. Ja, aber ich habe ja noch andere Projekte drüben stehen. Das ist gerade im, sowohl, also ich weiß gar nicht, was jetzt in Anführungsstrichen beliebter ist, aber ich weiß, sowohl Abarth als auch Golf 2 ist beides definitiv gefragt. Ist es von der Theorie her möglich, die bei dir zu bestellen? Ja. Wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und so weiter? Ja, ein bisschen Zeit und ja. Geht schon. Ja. Wie am besten kontaktieren? E-Mail? Ja, aber schon, ja. E-Mail. Ja, über E-Mail. Ja. Wir packen auf jeden Fall die Beschreibung meine E-Mail, wo ihr zur Not eine E-Mail hinschreiben könnt. Wir haben schon so ein bisschen vorhin über Preise gesprochen, was ja immer so ein Thema ist. In dem Fall muss man ganz ehrlich sagen, die Arbeitlenker von DNA, warte, ich gucke jetzt, bevor ich wieder jetzt irgendeinen falschen Preis sage, ich wurde ja neulich schon wieder auf 1 Euro festgenagelt. Ich meine, das waren um die 800 Euro. Also auch schon eine Menge Holz. DNA Racing, aber zurück mit Internet. Tatsächlich 880 Euro kosten die schon. Ja, schon stramm. Sind wir da, liegen wir da bei dir ungefähr ähnlich? Teurer, günstiger? So in dem Bereich ähnlich, kommt man schon hin. Ja. Golf günstiger oder teurer? Eher günstiger. Eher günstiger, weil diese ganze aufwendige... Ja. Cool.
Habt ihr so ungefähr eine Preisrange, wo das hingeht? Wer Bock drauf hat, einfach bei Thorsten melden, ein bisschen Zeit mitbringen. Ja. Bald ist ja eh wieder Winter. Ja. Aber ich kann einfach nur sagen, es lohnt sich, weil Qualität hier definitiv immer 1 plus. Gib mir Mühe. Approved, kann man auch sagen, ne? Weil man kann sich sicher sein, was hier funktioniert, wird auch woanders funktionieren. Ja, ja. Weil Thorsten ist auch einer, der testet das wirklich immer bis es halt kaputt geht. Ne? Ja, wenn es kaputt geht, hat es da nicht gehalten. Ne? Dann muss es wieder neu gemacht werden. Ja, geil. Okay, ich würde sagen, ich nehme das jetzt mit nach Hause, baue das Ganze ein. Müssen wir irgendwie nochmal eine Achsvermessung machen, weil das kriegen wir natürlich, das muss man definitiv mal einmal vermessen am Ende, dass links, rechts, Nachlauf und so weiter alles wieder passt. Ja, dann fangen wir jetzt schwierig. Ja komplett von Null an. Mhm. Auch so Spur, Sturz, das ist ja komplett, kann man ja schon fast sagen, Raumlenker, und man kann es überall hindrehen. Ja. Und in dem Fall, das ist tatsächlich mal ein Auto, wo ich es halt nicht so, normalerweise würde ich es immer so hindrehen, dass nichts schleift. Ne? Aber da ist es jetzt ja leider so, da muss man ja eher so, dass es gerade ist und dann den Rest drumherum passend machen. Nee, vielen, vielen Dank. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt eine E-Mail. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das fährt. Und geil. Vielen, vielen Dank. Bitte. Tschüss. Danke. Ciao. Bis zum nächsten Mal.